Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Es geht richtig spannend weiter. Wir sind im wahrscheinlich brutalsten Level des Spiels. Und wir haben es bis hierhin jetzt geschafft mit vollem Leben. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Schon so dolle geraged, hier überhaupt herzukommen, ist sowas von mega schwer. Ich bin jetzt ein zweites Mal hier. Einmal war ich hier schon, glaube ich, mit 3 Herzen. Hab hier aber versagt, ordentlich versagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier jetzt draus wird. Wir gehen jetzt hier rein. Bam. Und jetzt, das wird jetzt natürlich richtig brutal. Gucken wir mal, was draus wird. Was draus wird. Und dann noch diese Steuerung jetzt hier, kopfüber. Hier kann ich eine Abkürzung nehmen. Hier kann ich eine Abkürzung nehmen. Ja. Komm, 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 komm. Und noch ein Hit. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. So, das kehrt er wieder zurück. Daher musste ich da jetzt kurz warten. Und dann geht's hier rein. Ich habe ein Herz verloren. Wo sind wir jetzt? Wir sind beim großen Finale. Das Bild haben wir schon von der anderen Seite gesehen. So, wir waren im letzten Part halt da hinten noch überall. Und wow. Haben wir es jetzt geschafft? Was ist, wenn ich da jetzt fehle? Weil das war ja auch nicht einfach im Finale. Das heißt, heißt das nochmal alles nochmal neu machen? Bitte nicht. Okay. Das ist nochmal das hier. Okay, okay. Okay, okay, okay. Das haben wir im First Try damals geschafft. Aber halt. Aber. Was ist. Ich weiß nicht mal, was ich gerade sagen möchte. Aber es war trotzdem nicht einfach, sagen wir es mal so. So, hier einfach durch, 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 durch. Eieiei, ich glaube, es ist ein anderes Level. Das hatten wir damals so nicht. Immer mal wieder nach links schlagen, um diese goldenen Steine wegzumachen. Eieiei, was ist denn das? Was ist denn das? Okay, okay. Nice, einen Weg frei gemacht. So, jetzt mache ich mir selber den Weg frei. Boah, ich bin so dermaßen angespannt, das glaubt ihr gar nicht. So, wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Ich hoffe, dass da war irgendwie ein Checkpoint. Okay. Was kommt jetzt? Bowser-Kampf bestimmt. Ich vermute Bowser-Kampf. Oder? Wo führt mich das hin? Wo führt mich das hin? Was wird das jetzt? Sehr mystische Musik. Und was soll das jetzt werden? Heißt, wenn ich hier runterfalle, bin ich sofort tot. Kleines Labyrinth, so gesehen, würde ich schätzen. Ich darf zum Beispiel da nicht runter. Ich muss hier auf jeden Fall nach rechts. Und ich glaube, ich muss mich... Nee, warte. Thank you steht hier. Haben wir es geschafft? Das hier steht thank you. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Thank you. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Meine ich. Ich weiß es nicht. Wir sind hier draußen. Was gibt's da jetzt? Eine langen Reiseende. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir wollen ja noch die 100% fertig machen. Aber ich glaube, wir haben das schwerste Level des Spiels geschafft. Wir beide haben es ganz schön weit gebracht. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Wir haben all diese verschiedenen Länder bereist. Das stimmt auch. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Wow. Nun ja, klar, haben wir dabei die ein oder andere Beizeit erhalten. Aber denkt doch nur an die ganzen Kopfbedeckungen. Was ist hier hinter? Was ist hier hinter? Ist hier irgendwas? Nix. Wow. Dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen. Warte, mit so einem großen Sprung. Was ist das für eine Musik? Kenn ich die? Nein. Gefällt mir. Da unten ist die Odyssee. Unsere Reise war wirklich einmalig, Mario. Das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre, dabei
deinen Kopf zu behüten. Ein Multimond hier oben. Wow! Ich glaube, es ist unser finaler Multimond. Oh mein Gott! Oh mein Gott, einer langen Reiseende haben wir geschafft! Oh mein Gott, ey. Was gibt's jetzt? Du hast den Unsichtbarkeitshut erhalten, was? Was? Was ist das für ein geiles Zeug? Oh mein Gott! Und die fragen sich einfach, was, was? Oh mein Gott, ey. Boah, bin ich gerade happy. Ihr glaubt nicht, wie gerade ich happy bin. Oh mein Gott. Wir haben das schwerste Level geschafft. Also vermutlich schwerste. Und ich bin so froh. Hier gibt es jetzt keine Subräume oder so. Keine Subräume, Leute. Keine Subräume. Ich glaube, das war die schwerste Mission wirklich, das spielt. Ganz ehrlich. Geil. Wow. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir gehen in ein altes Gebiet und sammeln wieder weitere Monde. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine ganze Menge Zeit. Und wow. Aber ich möchte diese Musik jetzt erstmal kurz noch genießen. Erstmal muss diese Musik kurz noch genossen werden. Also das ist... Meine Meinung zum finalen Level habe ich ja jetzt noch nicht kundgetan. Was ist meine Meinung zu diesem finalen Level, was wir im letzten Part und jetzt der Rest in diesem Part gemacht haben? Es war sehr, sehr genial. Es hat richtig tolle gefrustet. Gerade diese letzte Passage mit dem Vogel, dass man instant stirbt, wenn man runterfällt. Das hat ordentlich gefrustet. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von schweren Leveln. Und das war mal wieder eine richtige Herausforderung. Schwieriger als Super Mario Galaxy 2, das finale Level, meine ich. Doch, schätze ich als schwieriger ein. Da war Super Mario Galaxy 2 nochmal deutlich einfacher. Und zum Mario Land gab es ja auch ein schweres Level. Da war, ich glaube, es war bisher das schwerste, mit das schwerste Mario Level ever. Wenn man jetzt Lost Level zum Beispiel rausnimmt. Aber auch ein sehr, sehr cooles Level. Und ja, cooles Finale jetzt. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir wieder weiter. Die drei Monde packen wir in die Odyssee rein. Und dann geht's jetzt zurück. Wir haben noch fast 400 Monde zu holen, ca. 350 etwa. Und die holen wir uns. Die holen wir uns alle. Hoffe ich. Ich wollte gar nicht hier rein. Ich wollte jetzt wieder zurück in die Map-Auswahl. Zuletzt haben wir ja das Wüstenland bereist. Und als nächstes müsste, glaube ich, das Seeland kommen. So. Ja, und aha. Da, hier ist die Bestätigung. Das ist das letzte Level überhaupt. Gut, genau. Das Seeland kommt jetzt. Da habe ich schon nachgeschaut. Da sind wir schon sehr, sehr weit. Ich hatte, bevor der letzte Part gestartet ist, hatte ich mal kurz so ein bisschen die Liste durchgegangen, was als nächstes kommt. Da habe ich schon nämlich gesehen, dass das Seeland als nächstes dran ist. Und da haben wir schon einige Monde geholt. Das sieht so logisch jetzt aus. Aber natürlich haben wir hier auch diesen Stein. Und den wollen wir, um den wollen wir uns direkt kümmern. Sonst kann ich ja mal kurz auf die Liste mal gucken, die wir hier haben. Alle 50 Dealer-Münzen haben wir auf jeden Fall schon gesammelt. Und sonst von den normalen Lila-Münzen haben wir auch, von den normalen Monden haben wir alles, so gut wie alles, tatsächlich damals geholt. Ist ja krass. Und sonst gibt es nur ein paar neue Monde dieses Mal. Also ich denke mal, mit diesem Land werden wir heute ganz gut durchkommen sogar noch. Und das ist so komisch jetzt, einerseits mich nicht zu sehen und andererseits, jetzt normale Sprünge wieder zu haben. Ja, Unsichtbarkeitsdings lassen wir für diesen Part noch drin, allerdings nur diesen Part. Nur diesen Part. So, werden wir erstmal kurz die Sterne, die Monde hier öffnen. Und das sind echt nicht viele. Das kriegen wir in diesem Part alles hin. Hier unten müsste, glaube ich, schon der erste Stern ungefähr sein. Zumindest hier in der Nähe. Man hört ihn auch. Man hört ihn auch. Man kann auch Monde hören. Ich sage immer Sterne, aber ich meine natürlich Monde. Okay, da ist jetzt hier nichts drin. Der müsste hier in der Nähe sein, aber die Frage ist, wo genau. Ich guck mal kurz auf die Karte. Hier ist nämlich das X eingetragen. Das heißt, eventuell hier oben irgendwie. Warte, ich kann mich hier auch mal so umsehen. Ah, ich weiß es nicht. Ich guck mich mal weiter um. Ach, hier unten. Hier unten. Zwischen, hier
Hinter dem Schleusentor. Ja, das ist eine gute Bezeichnung. Genau. Dann sehe ich direkt hier den nächsten Mond. Und zwar der Vogel. Der Vogel. Da ist jetzt das Problem. Ich sehe mich nicht. Und ich weiß halt nicht, wo ich bin. Das ist ein bisschen problematisch. Aber ich versuche ihn mal zu bekommen. Wo ist denn der Vogel hingeflogen? Der ist jetzt da hinten. Guck mal, ob ich da jetzt ganz... Warte, der ist wieder weg. Hallo Luigi, ich komme mal kurz zu dir. Ups, das war daneben. Es ist ein bisschen merkwürdig, wirklich eigentlich, dass man sich selber nicht sieht. Wo ist denn der Vogel jetzt? Da hinten fliegt er hin. Ich bleibe mal... Ach, ich dachte, ich bin oben. Das ist Mondsuche mit etwas einer größeren Schwierigkeit. Ach, hier, hier. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Cooper-Rennen gibt's hier auch. Er kann mich sogar sehen. Tatsächlich. Er kann mich sehen. Wow. Die anderen können mich nicht sehen, aber er kann uns sehen. Da müsste es jetzt eventuell sogar zwei Monde geben. Weil, ja, da oben links steht Standard drin. Weil wir hatten hier bisher noch kein einziges Rennen. So, wie geht's jetzt dorthin? Kann ich da links irgendwie abkürzen? Ich glaube fast... Nein. Ich glaube, ich muss den ganz normalen Weg gehen. Ja, ich muss den ganz normalen Weg gehen. Links abkürzen ist schlecht. So, und das jetzt so als unsichtbarer Mario. Okay, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Die können sich auch verwandeln. Ist ja cool. Okay, okay. Jetzt hier runter. Aber ich glaube, es gibt bestimmt eine Abkürzung. Boah, jetzt sind mich nicht zu sehen. Wir sehen zwar meine Luftanzeige, aber anscheinend war ich zu tief. Okay, ich glaube, die Luftanzeige ist ein bisschen über Mario. Ah, okay, so kann ich Luftblasen auch holen. Gut zu wissen. Nein, nein, das ist... Wir hängen gerade hinten dran. Es muss einen viel schnelleren Weg geben. Und ich sehe nichts mehr! Neuer Versuch. Neuer Versuch. Let's go. Aber ich war jetzt halt auch nicht ganz so gut. Und wir müssen bedenken, es kommt ja noch das schwere Level. Das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, das schneller zu machen. Es muss irgendwie eine Möglichkeit dafür geben, dass das schneller geht. So, Son. Aber ich weiß nicht, welche... Okay, okay. Merken. Ah! Dass das Ding über ein ist. Ah, gut, man lässt, sollte sich auch nicht treffen. Ich glaube, für die letztendliche richtige schwere Rennen werde ich. Stimmt, ich kann ja euch auch kaputt machen. Werde ich mein Unsichtbarkeitsoutfit wieder ausmachen. Würde ich mal schätzen. Ja, das ist, denke ich mal, die beste Lösung. Weil ihr seht ja, wie ich hier schon zu tun habe. Kann ich... Nein, ich kann nicht schneller sein. Okay. Ich muss ja nach oben. Oben ist ja irgendwo das Ziel. Die Frage ist nur, wie komme ich nach oben? Da hinten. Okay. Beeilung, Beeilung. Er hat sich treffen lassen. Er hat sich treffen lassen. Er macht nämlich auch Fehler, der Erstplatzierte. Der eben der Erstplatzierte. Okay, okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Dann haben wir wenigstens das normale Rennen gemacht. Ich glaube, das Profi-Rennen mache ich am Ende des Parts, weil ich möchte trotzdem ein bisschen mit Unsichtbarkeits-Mario noch ein bisschen herumlaufen, weil ein Special Feature halt ist. So, hier schon mal ein der beiden Monde. Ich sehe da hinten eine Zeichnung, aber ich glaube, diese Zeichnung haben wir schon mal uns angeguckt, würde ich mal schätzen. Doch, die kenne ich. Die kenne ich, meine ich. Gucke ich mir trotzdem, oder? Kenne ich die? Kann sein, dass ich die kenne. Ich mache einfach nochmal ein Foto. Oh, das ist das Kaskadenland. Da, okay, neben dem Amiibo. Das heißt, da gehen wir heute auch nochmal hin. Dann ist hier bei der Odyssey ein Schornstein aufgetaucht. Ich glaube, das ist der einzige Schornstein. Zumindest das einzige mit zwei Missionen, genau. Dann müsste es auch dementsprechend der einzige Schornstein sein. Was natürlich jetzt vielleicht nicht einfach wird. Okay, das sinkt. Oh, mit... Ich finde gut mit Frosch. Wisst ihr warum? Dann sehe ich mich. Dann sehe ich mich. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich bei der Aufgabe. Da sehe ich mich. Hm? Da sehe ich mich. Oh, nee, ey. So, zack. Okay, das war ja bisher noch alles ganz machbar. Ich muss mal kurz gucken, wo der zweite Mond ist. Verletzen kannst du mich ja nicht, Frosch. Nee. Ich sehe noch... Also, da ist ein Mond. Und dann... Ach, da hinten ist noch ein zweiter, dann mit dem Schlüssel. Okay, okay. Hui. Das Timing muss besser. Das Timing muss besser sein. Okay. So, jetzt mit besserem Timing. Zack. Warum? Warum? Er bleibt einfach nicht irgendwie
Bleibt der Frosch nicht still stehen, wenn ich lande? Springt er automatisch immer herum oder hatte ich den Stick jetzt noch nicht losgelassen? Ich will das mal kurz hier ausprobieren. So, wenn ich springe. Zack. Okay, bleibt er stehen. Ich darf nur den Kontrollstick nicht bewegen. Okay. So, machen wir es jetzt nochmal neu. Da kann ich mich ruhig mal ein bisschen beeilen. Zack. Und dann hier hoch. Okay, dann haben wir schon mal diesen Mond geholt. Aber wie gesagt, es gibt ja noch einen zweiten Mond. Das wird jetzt allerdings umso schwieriger. Gut, hier unten kann ich erstmal hin. So, hier hin. Und dann hier direkt rüber. Wunderbar. Dann haben wir den Schlüssel schon mal eingesammelt. Aber wir müssen halt jetzt noch alle zurück. Und das machen wir mal wie folgt. Ja, genau so. Ja, ja. Sehr schön. Wir haben's. Wir haben's. Nice. Nice. Hui. Okay, der einzige Zapraum hier noch, den wir halt noch hatten. Daher geht's jetzt ganz normal weiter. Gucken wir mal, wo der nächste Mond auf uns wartet. Ich glaube, einer war hier noch in der Nähe. Genau hier neben der Odyssey. Das heißt, ich brauche hier jetzt keine Karten. Ach so, die Goomba-Dame ist da. Okay, woher kriege ich einen Goomba? Woher kriege ich einen Goomba? Von dort hinten. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren? Gucken wir mal, gucken wir mal. Wenigstens kann ich mich hier auch wieder sehen. Mal kurz hier in dich hier rein. Von hier aus irgendwie runterspringen würde ich mal. Oder erstmal auf die Treppe, erstmal auf die Treppe. Dann zu dir. Oh, guck mal, es sind zwei Goombas hier drüben gelandet. Nein. Ja, ja, ein Goomba ist übrig geblieben. Danke. Diesen Goomba habe ich gebraucht. Diesen Goomba habe ich gebraucht. So, ich kann ja hier auch mit rennen. Okay, nice. Sehr schön. Bitteschön. Hatten wir nicht damals hier das erste Mal auf die Goombas angetroffen? War das nicht hier? Kann sowas sein. Ich weiß es jetzt gar nicht. So, zack. Romanze am See. Oh, wie romantisch. Da ist ein Mond. Eigentlich wollte ich zu einem anderen Mond, aber den nehme ich natürlich auch mit. Ich hoffe, ich treffe den. Ja, sehr schön. Die Wand hoch. Achso. Eigentlich wollte ich zu diesem Mond, der hier ist. Allerdings, ich weiß nicht, wo der genau ist, auf welcher Höhe. Das ist das Problem. Daher muss ich da jetzt mal ein bisschen... Ach, da, da ist er auf der Säule. Auf der Säule. Stimmt. Was auch noch gut wäre, wenn ich die Gemälde mal, die ich bisher gescreenshottet habe, mal durchgehe. Was ich hier noch machen muss beim Seeland. Ob wir da noch irgendwie eine Aufgabe haben. Wie komme ich hier am besten hoch? Vielleicht mit ihm schon, mit der Pflanze hier. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich sehe mich halt leider nicht. Ich sehe aber meinen Schatten. Nee, das reicht leider nicht. Aber von hier aus? Und dann hier hoch. Ja, sehr schön. Und dann haben wir hier den Mond, den ich zuerst holen wollte. Auf dem Dach des Aquagrunds. So, dann haben wir hier noch einen Mond. Nee, das ist immer noch nicht der Mond, den ich eigentlich holen wollte. Und dann noch das Rennen. Peach ist wieder da. Peach ist wieder da. Peach ist wieder da. Stimmt. Peach haben wir ja auch noch. Vielleicht ist Peach der Mond. Aber Peach ist doch gar nicht. Oder ist, haben wir das hier schon gemacht? Das hatten wir schon gemacht. Okay, okay. Sehr gut. Sprechen wir erstmal mit Peach. Peach kann uns so sehen. Hier, moin. Ich kann gar nicht sagen, was ich hier toller finde. Die Einheimischen oder die Architektur. Wurde das hier das Schnecksenkleid genäht, das Peach getragen hat? Übrigens, vorhin kam ein Mond vorbeigeflogen. Bei dir ist er sicherer. Bei wem? Achso, Mario. Ja, stimmt, Mario ist ja auch da. Den habe ich schon fast vergessen, weil man ihn nicht sieht. Gut. Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Blumen denken. Dahin möchte ich gerne nochmal. Da werden wir im nächsten Part auch vorbeischauen. Ich glaube, der letzte Mond hat mit euch zu tun, weil euch kann ich ansprechen. Ihr seht mich anscheinend. Die mittlere der Legan-Schwestern, die bin ich. Meine Inspiration ist derzeit der Weltraum. Ich befürchte, gar nichts an dir suggeriert mit dir mir dein Bekenntnis zum Weltraum. Oh, okay. Ich bin die älteste der Legan-Schwestern. Ich lasse mich gern von Piraten inspirieren. Ach nö, weniger wie ein Pirat kann man nun wirklich nicht aussehen. Gibt's da jetzt jeweils einen Mond? Ich bin die jüngste der drei Legan-Schwestern. Ich mag alles mit Cowboys. Deine Klamotten sind Cowboy vom Feinsten, aber deine Kopfbedeckung passt gar nicht zum Wilden Westen, weil ich unsichtbar bin. Was für eine Erfrischung, dass ich mich jetzt selber sehen kann. Gut, ein Cowboy wolltest du. Ich bin die jüngste der drei Legan-Schwestern. Boah, atemberaubend. Du bist ein Cowboy durch und durch. Hier, nimm diesen Mond als Zeichen meiner Dankbarkeit und Sheriffs-Abzeichen. Ja, dann wollte einer von den dreien noch einen Pirat sehen. Und zwar, ich glaube, das war die mittlere. Genau. Deine Kopfbedeckung ist eines des Piraten würdig, aber dein Outfit scheint zu meutern. Was? Was? Anscheinend habe ich... Oh,
Ich glaube, ich habe das falsche Hemd an. Ja, das war falsch. Das war falsch. So ist es richtig. Klasse. Einfach genial. Mit diesem Aufzug bist du der Schrecken der Meere. Ein Pirat, wie er im Buche steht. Ich gebe dir diesen Mond zum Dank für die Inspiration. Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, was das dritte war. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was jetzt das dritte von den Verkleidungen war. Was wolltest du hier nochmal? Was wolltest du? Was wolltest du? Weltraum. Stimmt, Weltraum. Weiß ich noch gar nicht, ob wir das überhaupt haben. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich glaube, das meinst du mit Raum-Weltall. Weil was anderes weltermäßig sehe ich hier nicht. Und auch bei uns in der Odyssee haben wir nichts. Es sei denn, es gab irgendwo was... Ja, der Mond wahrscheinlich. Ja, der Mond, da haben wir ja noch nicht alle lila Münzen zusammen. Dadurch, oder hatten wir nicht beim Mond schon alle lila Münzen? Nee, sonst hätten wir ja ein Mond-Outfit. Okay, dann kommt das erst später. Oh, ich wusste es hier unten. Und zwar beim Tod, wo man so ewig lange runter... tauchen musste. Auf der anderen Seite ist der Mond, den ich da auf der Karte die ganze Zeit gesehen habe. Hier unten. Und da muss man dieses eine Loch darunter. Oh mein Gott, ey. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Ah, darunter zu... Und zwar hier dieses Loch da einfach runter. Gut. Zeit für das letzte Rennen. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird, weil das war ja eben schon sehr, sehr knapp. Aber man kann sich ja auch so ein bisschen... abgucken. Man kann das ja auch bei den beim Goldenen so ein bisschen abgucken, wie er das macht. Irgendwo macht ist ja auch so oder so ein bisschen langsamer. Vielleicht, wenn er jetzt hier links abkürzt, dann weiß ich, okay, dann gibt es doch eine Möglichkeit abzukürzen. Aber anscheinend gibt es keine Möglichkeit. Oh, guck mal, wir sind jetzt sogar schneller als er. Wir sind schneller. Und das Schöne ist, dass ich mich jetzt sehe. Ich sehe mich. Und das ist das wischt ihr hier ran. So, let's go. Schnell. Warum ist er unter Wasser so schnell? Ich sehe nichts mehr. Egal. Ist nicht so schlimm. Da hinten gibt's was Neues. Ist nicht so schlimm. So, gib mir da die Luft, danke. Wir liegen aktuell noch mit vorne. So, zack. Ja, sehr schön. Und let's go. Da hinten irgendwo hin. Boah, ich habe ein bisschen Zeit verplempert. Ich habe trotzdem leider Zeit verplempert. Er geht da unten lang? Ich weiß nicht, welcher Weg schneller ist. Gucken wir mal. Zack. Runter hier. Wunderbar. Ich glaube, unser Weg ist schneller. Wir haben es geschafft. Beim ersten Versuch. Wow. Beim ersten Versuch! Yes! So macht man's. Oh, und wir hatten sogar noch ein paar Sekunden Zeit, tatsächlich. Krass, hätte ich nicht gedacht beim ersten Versuch, nachdem es beim letzten Mal, also beim Standardrennen, schon relativ knapp war. Aber gut, nice. Ich habe da gerade was gesehen, ein Taxi im Himmel. Ich habe ein Taxi im Himmel gesehen. Ich brauche so ein Aussichtsding. Wo ist denn so ein Aussichtsding? Hier ist so eins, hier am Start. Ich habe ein Taxi im Himmel gesehen. Eben beim... Da. Das ist ein Taxi. Eindeutig. Ja. Eben als ich rübergeflogen bin, rübergedings bin zum Checkpoint, habe ich das gesehen. Ja, moin. Ist ja nice. Ich wollte eigentlich gerade zum Vogel, um neue Aufgaben zu holen. Weil ein paar Aufgaben sind noch übrig, die wir noch zu machen haben. Ja, unter anderem halt diese Aufgabe. Krass. Nice. So, hier. Bitteschön. Ein Taxi fliegt über den See. Legorn. Oh, keine Ahnung. So, Monde heißen und dann Weltraum ist der neue Trend. Ja gut, okay, das wissen wir. Habe ich noch nicht. Weltraum, okay, du hast nichts Neues. Aber wir haben trotzdem Überraschung in der Bröckelsäule zum Beispiel, hätten wir noch. Mit Seelandkunst gefunden, das machen wir noch. Und sonst, ach, sonst sind wir durch. Okay, nice. Jetzt gucke ich wegen der Bröckelsäule. Wo ist eine Bröckelsäule? Ja, es ist direkt hier nebenan. Ja, moin. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal alle Säulen, die hier sind, mal ab und stampfe einfach mal random drauf und direkt die erste Säule hier beim Ausgang direkt. Also, sehr schön. Ja, nice. Das war jetzt gut. Das war jetzt sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir hier durch.
Wir haben jetzt noch das Weltraum-Outfit. Das kommt noch. Das müssen wir noch machen. Sobald wir die Weltraumfertigkeit haben und das Outfit haben. Ganz einfach. Und sonst noch das Gemälde. Und dazu müssen wir ins Kaskadenland. Und stimmt, ich wollte noch gucken, ob wir hier im Seeland noch ein Gemälde haben. Ich glaube fast ja. Irgendeine Gemäldeaufgabe. Ich guck mal kurz nach. Neue Produkte, yay. Schwer zu sagen. Einerseits, es sind ja Säulen. Bei uns halt auch eben gewesen. Wir hatten ja gerade eine Säule. Hatten wir aber hier solche Säulen, die nebeneinander stehen? So, in der Form? Weiß ich nicht. Und das hier. Ich glaube, das sind Artefakte oder Utensilien aus diesem Land, meine ich. Also die Säulen habe ich jetzt nicht gefunden, auch und auch mit dem hier kann ich jetzt nichts anfangen. Ich bin beim Vogel, aber hier ist nicht so ein grünes Teil in der Nähe. Und ich glaube, diese Schirme habe ich jetzt hier auch nicht gesehen, auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich glaube, die Schirme gab es hier auch nicht, dann verwechsel ich das gerade vielleicht mit einem anderen Land. Wenn ich dann doch mal hier was auslassen sollte mit Gemäldekunst, am Ende des Let's Plays werde ich eh nochmal alles durchgehen, was wir ausgelassen haben, wie auch immer. Da wird eh alles dann vervollständigt, sage ich mal. Wir gehen erst von Land zu Land und prüfen alles ab. So wie jetzt auch im Kaskadenland, um das Gemälde zu machen. Und das war eindeutig hier diese Reihe, meine ich. Obwohl, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich gucke mal nochmal kurz nach. Das ist... Welches war denn das? Ja, ja, genau hier, das oben. Das... Nee, neben dem Toad. Und zwar hier unten, bei der Odyssey. Das heißt, hier Stampfattacke und hier ist ein Mond. Vom Seeland. Gut, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Können das direkt in die Odyssey packen. Und holen uns, oder packen den Mond hier direkt rein. Gehen nochmal zum Seeland, einfach nur, weil... Damit wir da den Part jetzt beenden. Und dann haben wir soweit jetzt erstmal alles, ja, in diesem Part geschafft. Der Part ist bestimmt länger geworden als normalerweise. Aber ich wollte das Seeland unbedingt hier noch vervollständigen. Das war jetzt mein Ziel, weil, ja, nochmal für ein, zwei Monate im nächsten Part hier irgendwie was machen. Nee, danke, dann gehen wir im nächsten Part direkt zum Forstland als nächstes und machen da die Monde. Und lila Münzen, falls noch lila Münzen fehlen sollten. Das weiß ich jetzt nicht. Also gucken wir mal im nächsten Part. Bis dahin und tschüss. Yeah.